Hier bin ich. In England steht ein Farmer vor Gericht, weil er Sex mit einer Ziege hatte. Dem Mann tut die Sache mittlerweile selbst leid, besonders weil es auch nicht anders war als mit seiner Frau. Die Ziege hat die ganze Zeit gemeckert. Wenn Sie diese Woche mal so richtig die Kuh fliegen oder die Sau rauslassen wollen, hier sind unsere Veranstaltungstipps. Montag. Die neue Schlumpffabrik in Chemnitz startet die Produktion. Dienstag. Angela Merkel geht zum Typberater. Seit ihrem Kandidaturverzicht ist sie wie ausgewechselt. Mittwoch. Regierungskrise auf Kuba. Fidel Castro fühlt sich von den Amerikanern angepisst. Donnerstag. Endlich. Die Wildecker Herzbuben geben erstmals ungeschminkt ein Interview. Freitag. Tag der offenen Tür in der neu renovierten australischen Botschaft. Und Samstag. Jetzt reicht's. In West-Berlin wird die Mauer wieder aufgebaut. Doch keiner kann sich mehr genau daran erinnern, wo sie eigentlich langlief. Eltern können das Geschlecht ihres Kindes mitbestimmen. Wenn die Mutter während der Schwangerschaft raucht, ist die Aussicht größer, dass es ein Mädchen wird. Es sei denn, sie raucht Kette. Dann wird es wahrscheinlich ein Mario Basler. Bärbel Schäfer hört auf. Ihre tägliche Talkshow wird eingestellt nach über 1300 Sendungen mit insgesamt 12 Themen. Wie lernt man so korrupt zu sein wie ein Kölner Politiker? Einfach Jura studieren, danach kennen Sie alle Kniffe. RTL deckt auf, wie käuflich und gewissenlos besonders weibliche Richter sein können. Gerechtigkeit, Gesetz, Gewissen, Richterin Ruth Moschner. Die Eröffnung ist verhandelt. Herr Staatsanwalt, was haben wir denn heute? Kopfschmerzen. Bitte nicht noch mal den Hammer. Ruhe im Saal, der Staatsanwalt hat Kopfschmerzen. Der Staat gegen... Oh Gott. Der Staat gegen Gott? Nein. Der Staat gegen Dennis Becker. Angeklagt wegen... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Fragen Sie doch selber. Herr Dennis, Sie haben dem Kicker Kevin Brandt vorsätzlich die Fresse poliert, weil er sein Handy nicht rausrücken wollte. Ist das richtig? Schöner hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Danke, Herr Dennis. Herr Kevin, warum haben Sie denn das Handy nicht freiwillig rausgerückt? War doch klar, dass er Ihnen die Kauleiste zerbröselt. Hätten Sie auf das Handy geschissen, dann hätte er Ihnen nicht die Visage eingedrückt. Oder anders gesagt, das Gesicht umgegraben. Völlig richtig. Ich meine, wenn ich vor der Wahl stehe, entweder Handy weg oder man klappt mir die Zähne ein. Zermatscht mir die Sabberrinne. Drückt mir einen Pfund in die Fresse. Kribbelt mir einen ins Bett. Also hätten Sie es ihm lieber gegeben. Gerichtsdiener? Ja, ne? Um welches Handy handelt es sich eigentlich? Nokia Communicator 9210. Farbdisplay, HSCSD, Highspeed-Datenübertragung und JavaScript-Unterstützung. Wow! Beschlagnahmt! Ruhe! Ich behalte das Handy vorsichtshalber, bevor es noch weiteren Schaden anrichtet. Außerdem verurteile ich Herrn Dennis, bei mir zu Hause T-Online zu installieren. Och, nö. Auf einem Windows 98-Rechner. Nein! Die Verschließung ist gehandelt. Nach 3 Jahren ist es wieder soweit. Volker hatte Sex. Nein, Moment, gruseliger Gedanke. Ich meine natürlich, der neue Star Wars Film Episode 2 Angriff der Klonkrieger läuft seit gestern in den Kinos. Damit Sie zurechtkommen, erklären wir Ihnen in unserem Filmtipp, was bisher geschah und was vielleicht noch geschehen wird. Film ab und möge die Macht mit euch sein. Star Wars Episode 2. Was bisher geschah? Nachdem Prinzessin Leia vom Imperium gefangen genommen wurde, wird sie von Luke Skywalker und Han Solo befreit. Anschließend kommt der Todesstern und will die Rebellenbasis zerstören. Aber nix da. Die Rebellen blasen den Todesstern ins All. Danach gab es noch 2 Teile, in denen allerhand passiert. Daraufhin folgte dann Episode 1, in der die Handelsföderation... Hey, Moment, du erzählst das völlig falsch. Episode 1 spielt zeitlich vor den ersten 3 Teilen, die ja eigentlich Teil 4, 5 und 6... Ich weiß.
Jedenfalls erobert die Handelsföderation der Franzosen den Planeten Naboo. Und dann fliehen alle, landen auf Tatooine und treffen Anakin Skywalker. Ja, genau. Aber du hast vergessen zu erzählen, dass Anakin der Vater von Luke und Leia gewesen sein wird. Und die Mutter ist Prinzessin Dingsdala oder so ähnlich. Ach ja, stimmt. Mann, da steigt kein Mensch mehr durch. Also, auf jeden Fall kommt jetzt die Episode 2 und da passiert dann... Entschuldigung, wenn ich vielleicht auch mal was sagen darf, ist doch egal, was in Episode 2 passiert. Hauptsache, dieser bekloppte Jar Jar Binks taucht nicht wieder auf. Den finde ich mindestens genauso blöd wie die Ewoks. Ja, genau. Der war vielleicht scheiße. Mann, hat der genervt. Hat den ganzen Film kaputt gequasselt. Also, ich fand die Ewoks gar nicht so schlecht. Süß irgendwie und Jar Jar Binks auch. Star Wars Episode 2 seit gestern im Kino. Aber hör mir auf mit Jar Jar Binks. Computeranimierte Schlabberohren, das war doch total bescheuert. Mann. Der zweite war der beste, nach wie vor. Welcher zweite jetzt? Der erste zweite, also der vierte, oder jetzt der zweite, also der zweite zweite? Na, der zweite eben. Der jetzt zweite. Ich steig da nicht mehr durch. RTL zeigt Ihnen nun zur Erholung einen ganz leicht verständlichen Film. Reklame. Der junge Obi-Wan Duplo infiziert sich mit dem grauenhaften Milchhieper. Nur Dr. Best kann ihn aus den Klauen des Vitamin-B-Komplexes befreien. Gute Unterhaltung. Bis gleich. Kalle Pohl von 7 Tage 7 Köpfe hat die Nase voll. Ständig werden Witze über seine Größe gemacht. Deshalb hat der sympathische Zwerg sich nach einer neuen Arbeit umgesehen. Wir haben den Lütten Kalle bei seiner Jobsuche begleitet. Hallo, Dom Sau! Haben Sie Arbeit für mich? Und Sie? Hallo? Endlich mal einer, der freundlich guckt. Hä? Was ist das denn? Sehen Sie, nächste Woche in den Freitagnacht-News. Auch das noch, Niki Lauda hat Rasurbrand. Urlaub, Filmstar Cameron zeigt ihre Dias. Und Überraschungsparty, Bambi kommt aus der Rehtorte. Hier bei RTL geht es jetzt weiter mit Heiner Bremers Nachtjournal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.